Und damit die Mitglieder wissen, woran sie sind, habe ich mich entschlossen zu sagen, dass ich mich einer Wiederkandidatur stelle, dass die Mitglieder darüber entscheiden sollen und dass man nicht von einem Zeitungsartikel zum anderen nach Kommentaren gefragt wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und es war für mich ganz erstaunlich, ich bin von ausschließlich männlichen Journalisten gefragt worden, mit wem ich das denn abgesprochen hätte, und sie zählten eine lange Liste von Männernamen auf. Und ich glaube, der Vorgang wiederholt sich. Frauen werden immer wieder von Männern gefragt, ob sie ihre Entscheidung mit anderen Männern abgestimmt haben, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Männer gefragt werden, ob sie ihre Entscheidung mit den Frauen abgestimmt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, auf dem Parteitag beschlossen, eine linke Partei muss feministisch sein, denn sonst ist sie nicht links. Und ich glaube, daran können wir uns halten. Wir brauchen keine Hinterzimmerdebatten, wir brauchen keine Tableaus aus Hinterzimmern, wenn wir direkte Demokratie in der Gesellschaft einfordern und als Partei dann in Hinterzimmern alles auskungeln, dann, glaube ich, sind wir nicht glaubwürdig. Wir müssen auf unserem Parteitag alles zur Entscheidung vorlegen und Ihnen nichts Vorbereitetes zum Abnicken hinlegen, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, in vielen Diskussionen habe ich gemerkt gestern, die ich angehört habe, in den Vorstellungen, dass ihr eines schon angenommen habt, was mir besonders wichtig ist. Unsere Partei muss, um unser Programm umsetzen zu können, noch selbstbewusster werden. Wir müssen viel, viel selbstbewusster zu unserem Programm stehen, zu unseren Ideen stehen und selbstbewusst, bescheiden kann man trotzdem sein, aber selbstbewusst zu seinen Dingen stehen, in die Gesellschaft hineingehen. Wir dürfen uns nicht vor jedem Wind im Blätterwald gleich wegducken, denn, liebe Genossinnen und Genossen, Ängstlichkeit steht uns einfach nicht, finde ich. Nein, wir dürfen uns nicht von unseren Zielen abbringen lassen. Wir haben, glaube ich, gute Hoffnung und gute Gründe, optimistisch in die Zukunft zu schauen, wenn wir es schaffen, vor Ort den Menschen klarzumachen, die Menschen zu überzeugen, dass wir realistische Ideen haben, um den Alltag heute zu ändern, heute zu verbessern, aber auch eine Vorstellung, ja, eine Vision von der Zukunft. Denn, liebe Genossinnen und Genossen, der Kapitalismus kann nicht das Ende der Geschichte sein. Wir haben im Jahr 2012, wenn es nach mir geht, nicht nur einen Wahlparteitag, sondern wir haben vor allen Dingen auch einen Ideenparteitag. Und ich wünsche mir, dass wir bis dahin genauso viele gute Ideen zur Umsetzung unseres Programms haben, wie wir in Erfurt Änderungsvorschläge hatten. Liebe Genossinnen und Genossen, und ihr als großer Landesverband in Sachsen werdet dabei eine wichtige Rolle spielen. Geht voran, zeigt mit Vorschlägen, wie unsere Partei die Gesellschaft ändern kann, zeigt, was man erreichen kann, wenn man linke Politik macht. Ich setze große Hoffnung in euch. Liebe Genossinnen und Genossen, ich wünsche uns allen, dass wir die Werte Freiheit, Würde und Solidarität gemeinsam leben können und gemeinsam leben werden. Vielen Dank.